Herzlich willkommen zu einem neuen Freizeitparkcheck. Heute übers Ferrariland. Ein freundliches Hallo natürlich auch hier nochmal ganz kurz aus dem Studio. Und ja, normalerweise würde ich jetzt eigentlich damit beginnen, so ein bisschen was zur Geschichte und zu den Zahlen, Daten und Fakten rund um den Park zu sagen. Aber geschichtlich ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise eigentlich nicht schwierig, sondern sogar eher sehr kurz. Denn der Park hat erst im April 2017 eröffnet. Und jetzt, wo ich das Video mache, haben wir das Jahr 2018. Von daher, geschichtlich gesehen, ist da nicht viel passiert, außer vielleicht einer Kleinigkeit. Und zwar, es wurde zwischenzeitlich noch in diesem Jahr, also 2018, ein neuer Kinderbereich eröffnet im Park mit einigen Attraktionen, aber ansonsten lässt sich dazu nicht viel sagen. Deshalb vielleicht noch so ein paar grundsätzliche Dinge. Und zwar, ja, die Fläche des Parks beträgt ungefähr 6 Hektar und darauf befinden sich roundabout so 10 bis 15 Attraktionen, je nach Definition. Aber dazu komme ich gleich. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt zunächst mal so ein bisschen mit der reinen Optik, sprich mit den Themenbereichen im Park. Wie beim Motto des Parks nicht anders zu erwarten, steht die Gestaltung ganz im Zeichen der weltbekannten Sportwagen. Dementsprechend gibt es hier im Grunde dann auch nur eine Themenwelt. Diese ist in gewisser Weise aber dennoch in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Der erste davon kommt in einem zwar schlichten, aber modernen Look in Rennsportoptik daher. Quasi das Kontrastprogramm dazu stellt eine klassische italienische Ecke dar, mit Andeutungen bekannter Sehenswürdigkeiten und Nachbauten wichtiger Gebäude aus der Firmengeschichte von Ferrari. Abgerundet wird dies mit dem 2018 eröffneten Kinderland, welches abgesehen von Grundthema allerdings keine spezielle Optik bietet. Hier sorgen lediglich etwas Grün und die einzelnen Fahrgeschäfte für einen leichten Hauch an Gestaltung. Und wo ich schon davon spreche, geht's jetzt auch direkt mit den Attraktionen weiter. Eine der auffälligsten Attraktionen in der Ecke des Kinderland ist Crazy Pistons. Grund dafür ist zum einen die Optik und zum anderen die Anlage selbst. Schließlich wirbeln die zwei Gondeln des Flyover in ca. 10 Metern Höhe durch die Luft. Die Fahrt lässt sich dabei am ehesten mit einer kleinen Version des fliegenden Teppich vergleichen. Denn auch hier geht es in kreisenden Bewegungen stetig auf und ab. Als besonderer Clou sind die Gondeln dabei freigelagert, wodurch ein zusätzliches Schaukeln entsteht. Und genau diese Schräglage macht neben der Aussicht und sehr leichtem Magenkribbeln dann auch den speziellen Reiz bei Crazy Pistons aus. Unter dem Strich also eine durchaus spaßige Angelegenheit, die nicht zuletzt auch wegen der freudig lächelnden Optik groß und klein in ihren Bann zieht. Mit etwas mehr Bodenhaftung geht es bei Champions Race weiter. Passend zum Thema dreht man dabei im Sportwagen seine Runden. Wirklich renntauglich ist die Fahrt aufgrund der geringen Drehgeschwindigkeit zwar nicht, dafür kann aber immerhin interaktiv eingegriffen werden. Und genau darin liegt auch die Besonderheit des Drift Racer von SBF Visa. Durch Lenkbewegungen wird die Gondel dabei quer zur Kurve gerichtet und so eine Art Drift simuliert. Der ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Original, sorgt aber dennoch für ein etwas abwechslungsreicheres Karusselerlebnis. Einen sehr ähnlichen Ansatz hat auch Junior Championship. Auch hier steht der Drift durch die Kurve besonders im Mittelpunkt, in diesem Fall sogar deutlich spürbar. Und das, obwohl es sich hier eigentlich um ein Kinder- bzw. Familienfahrgeschäft handelt. Auf den ersten Blick fahren die roten Formel-1-Flitzer dabei eher gemächlich um die ovale Piste. Doch beim Richtungswechsel ändert sich dieses Gefühl schlagartig. Grund dafür ist der sehr enge Kurvenradius, durch den der Speedway von Zamperla vergleichsweise schwungvoll daherkommt. Speedway ist übrigens auch eine gute Überleitung zur Thematisierung. Etwas versteckt in einer Art Hinterhof erwartet euch hier nämlich eine kleine Rennstrecke mit allem, was dazugehört. Davon nur wenige Meter entfernt liegt mit Pole Position Challenge eine weitere Attraktion, bei der es auf die Piste geht. Hier allerdings nur virtuell. Ähnlich wie bei zahlreichen Konsolen oder PC-Games steuert man dabei einen Formel-1-Boliden. Dafür nimmt man in diesem Fall sogar in einem authentisch wirkenden Simulator Platz. Steuerung, Lenkung und Bewegung sind hier also fast wie beim Original. Und dank insgesamt 8 Simulatoren kann dabei sogar in größeren Gruppen gegeneinander angetreten werden, was für zusätzlichen Renncharakter sorgt. Allerdings ist dieses Erlebnis nicht im regulären Eintrittspreis enthalten und kostet einige Euros extra. Falls euch das zu teuer ist, könnt ihr direkt gegenüber bei Racing Legends an einem recht ähnlichen Vergnügen teilnehmen. Auch dabei handelt es sich um einen Simulator. Die Anlage von SimWorks ist allerdings gleich um einige Nummern größer, denn hier stehen 7 Gondeln auf 2 Ebenen zur Verfügung. So können insgesamt 56 Personen am virtuellen Rennen teilnehmen. Passend zum Namen begleitet man dabei verschiedene Legenden der Motorsportgeschichte samt entsprechenden Fahrzeugen. Mit 4D, Wasser, Wind und Bewegungseffekten untermalt, führt euch die Reise von den Anfängen des Motorsport bis in die Zukunft. An sich eine schöne Sache, doch leider kann besonders der auf die halbkreisförmige Leinwand projizierte Film nur in Ansätzen überzeugen.
Insgesamt ist Racing Legends damit dann auch eher eine Attraktion der Art, kann man machen, muss man aber nicht. Ähnliche Gefühle ruft auch Maranello Grand Race hervor. Dazu aber später mehr. Zunächst mal handelt es sich hierbei um eine Rundfahrt von C&S Rides. Auf rund 570 Streckenmetern geht es dabei durch den vorderen Teil des Ferrariland. Abgesehen von etwas Grün und einem kurzen Tunnel kommt die Fahrt eher schlicht daher. Eine typische Rennstrecke eben. Dieser Charakter wird auch durch die zwei nebeneinander verlaufenden Spuren unterstrichen. Echtes Racing-Feeling will dabei allerdings nicht aufkommen, denn die als Sportwagen gestalteten Fahrzeuge schleichen hier gefühlt im Schneckentempo über den Kurs, womit ich dann auch wieder bei der eben erwähnten Aussage bezüglich dem Sinn der Anlage wäre. Grundsätzlich ist das Ganze für Familien und Kinder sicherlich eine nette Geschichte, doch wirkliche Abwechslung bietet die Fahrt aufgrund fehlender Thematisierung nicht. Und falls weniger die Optik, sondern mehr das Renngefühl im Mittelpunkt stehen sollte, ist auch dieses Ziel dank absoluter Schleichfahrt mehr oder weniger verfehlt worden. Zudem glänzte die Anlage während unserem Besuch mit einigen technischen Problemen und öfterem Stillstand, was die Wartezeit in unverhältnismäßige Höhen trieb. Unter dem Strich also ganz nett, mehr aber auch nicht. Dem Namen nach ebenfalls ums Thema Rennen geht es bei Flying Race. Geschwindigkeitsrausch steht hier allerdings weniger auf dem Programm, denn beim 2018 eröffneten Red Baron steht vielmehr ein gemächlicher Rundflug im Vordergrund. Und bei dem kommen ganz besonders die Kinder auf ihre Kosten. Schließlich können die Kids hier das Steuer in die Hand nehmen und zumindest was die Flughöhe angeht bestimmen, wo es lang geht. Somit eignen sich die kleinen Doppeldecker auch ideal, um die wahrscheinlich ersten Flugstunden zu machen. In Sichtweite dazu befindet sich mit dem Kids Tower eine weitere Attraktion, bei der es hoch hergeht. Denn immerhin befördert einen der Drop-and-Twist Tower in bis zu 9 Metern Höhe. Und wie es sich für eine Anlage dieser Art gehört, geht es während der Fahrt immer wieder auf und ab. Dieses Hoch und Runter sorgt dann natürlich auch für den besonderen Spaß in Form von leichten Magenkribbeln. Zusätzlich dreht sich der Turm dabei um die eigene Achse, was die familienfreundliche Fahrt gelungen abrundet und für einen guten Ausblick auf das Kinderland des Ferrariland sorgt. Abgesehen davon gibt es mit den Thrill Towers noch zwei weitere Freifalltürme. Wie beim Namen schon zu erahnen, sind die jedoch deutlich spektakulärer, denn die in Form von Motorkolben gestalteten Türme bringen es auf gut 55 Meter Höhe. Und die wird bei der Doppelanlage von S&S auf verschiedene Arten erreicht. Beim Rebound Tower wird man von Bodenhöhe direkt nach oben katapultiert und genauso schnell geht es auch wieder abwärts. Damit der Spaß nicht zu schnell vorbei ist, folgt danach noch eine Sequenz aus kleinen Auf- und Abhüpfern. Ein eher klassisches Freifallturmerlebnis erwartet euch dagegen bei der zweiten Anlage. Hier geht es zu Beginn deutlich langsamer in die Höhe. Oben angekommen hat man nun etwas Zeit, die Aussicht zu genießen. Danach geht es aber auch hier im mehr oder weniger freien Fall in die Tiefe. Anschließend folgt eine kurze Passage mit leichtem Auf und Ab. Und dank diesen Eigenschaften tragen die Thrill Towers ihren Namen wohl auch zurecht und bieten für die meisten Gäste viel Spaß und ordentlich Nervenkitzel. Alternativ kann man es beim Kids Podium, Pitstop Record oder in der Ferrariland Gallery auch etwas ruhiger angehen lassen. Bei erstgenannten handelt es sich um einen kleinen Spielplatz im vorderen Bereich des Parks, auf dem sich Kinder ein wenig austoben können. Bei Pitstop Record steht das Thema Rennsport im Vordergrund. Nach kurzer Erklärung wird hier auf spielerische Art der perfekte Boxenstopp geübt. Nur gucken, nicht anfassen, heißt es dagegen in der Ferrariland Gallery. Die kleine Ausstellung beherbergt verschiedene Exponate und bietet Interessierten die Möglichkeit, ein wenig mehr über den Mythos Ferrari zu erfahren. Für alle, denen diese Form der Unterhaltung dann doch etwas zu trocken und theoretisch ist, bieten sich alternativ auch Shows an. Auf der Hauptbühne im hinteren Teil des Parks findet mehrmals täglich die Akrobatik-Show statt. Im Stile eines modernen Varieté wird dabei eine Mischung aus Artistik und Tanz geboten. Da die Show unter freiem Himmel stattfindet, steht allerdings nur eine begrenzte Auswahl an schattigen und somit begehrten Sitzplätzen zur Verfügung. Zudem bietet der Park mit Rondo Veneziano, Folklore Italiano oder Ancient Rome noch andere showähnliche Darbietungen. Diese sind allerdings immer nur optional und auch an keine festen Zeiten gebunden. Absolute Pflicht in einem Freizeitpark sind dagegen natürlich gastronomische Einrichtungen. Mit zwei größeren Restaurants und diversen kleineren Imbissständen finden sich ausreichend Möglichkeiten, den Hunger oder Durst zu stillen. Angefangen von Snacks wie Sandwiches, Hotdogs oder Burgern, über Pizza und Pasta bis zu gehobeneren Speisen im à la carte Restaurant findet sich für jeden Geschmack etwas. Selbst Allergiker oder Vegetarier werden hier fündig. Und natürlich kommen auch Freunde von süßen Leckereien wie Waffeln oder Eis nicht zu kurz. Deutlich weniger umfangreich fällt dafür das Angebot bei den Themenfahrten aus. Themenfahrten im klassischen Sinn hat das Ferrariland leider nicht zu bieten. Dennoch gibt es mit Flying Dreams eine Attraktion, die zumindest Dark Ride Charakter hat.
Doch bevor der Spaß losgeht, wartet zunächst die große und modern gehaltene Q-Line mit Lichteffekten sowie Projektionen. Und die sind im Grunde schon ein Vorgeschmack auf das, was einen während der Fahrt erwartet. Denn hierbei handelt es sich um ein Flying Theater, also einer Kombination aus Kino und Simulator. Dank ausgeklügelter Technik begibt man sich dabei auf einen Flug quer über den Globus. Während der Reise passiert man beispielsweise die italienische Toskana oder das Fürstentum Monaco. Nach einem Abstecher über Russland geht es weiter ins ferne China und von dort Richtung New York. Zum Abschluss führt der Flug zurück nach Europa und endet, wie sollte es auch anders sein, am Ferrariland. Passend dazu und als im wahrsten Sinne roter Faden begleitet man während der Reise dabei verschiedene Modelle des Sportwagenherstellers. Und wie bei solchen Anlagen üblich wird die Illusion des Fliegens mit Wind, Wasser und Geruchseffekten abgerundet. Insgesamt macht Flying Dreams seinem Namen damit dann auch alle Ehre und bietet ein absolut stimmiges und spaßiges Erlebnis, das einen gekonnt in andere Welten eintauchen lässt. Und eintauchen wäre jetzt eigentlich auch ein super Übergang zur Kategorie der Wasserbahnen. Doch davon gibt es aktuell leider überhaupt keine im Ferrariland. Und deshalb geht's jetzt auch direkt mit den Achterbahnen weiter. Achterbahnen hat der Park insgesamt zwei zu bieten. Und gleich beide wurden Red Force getauft. Eine davon hat jedoch noch den Zusatz Junior im Namen. Und so ist es auch klar, um welche Art es sich hierbei handelt. Denn der Coaster von SBF Visa richtet sich vorrangig an Familien mit Kindern. Dementsprechend fallen mit ungefähr 150 Meter Länge, ca. 6 Meter Höhe und 45 km/h Höchstgeschwindigkeit dann auch die Daten der 2018 eröffneten Anlage vergleichsweise gering aus. Dafür dreht man dann aber auch immerhin gleich zwei Runden über die Strecke. Und dabei kann Junior Red Force sogar mit einer verhältnismäßig rasanten und durchaus spaßigen Fahrt punkten. Dieses Vergnügen hat jedoch auch einen kleinen Schwachpunkt, denn je nach Sitzplatz und Körpergröße verteilt die Bahn leider ein paar leichtere Schläge. Nichtsdestotrotz ist der Kiddie Coaster eine sinnvolle Ergänzung zur zweiten Achterbahn. Und die ist gleich in doppelter Hinsicht europäische Spitzenklasse. Denn zum einen ist Red Force mit 112 Metern die höchste und mit 180 km/h Topspeed zugleich auch die schnellste Achterbahn des Kontinents. Und so hoch diese Werte sind, so kurz und einfach lässt sich die Fahrt beschreiben. Nach dem Einsteigen und Bügelschließen heißt es hier nämlich Abschuss, gut 100 Meter nach oben rasen, kurz die Aussicht genießen, dann wieder gut 100 Meter in die Tiefe stürzen, abbremsen, letzte Kurve und wieder aussteigen. Und im Grunde wäre damit eigentlich auch schon alles erzählt. Doch ganz so kurz will ich es jetzt nicht halten und auf ein paar Details eingehen. Das wohl wichtigste bei einem Launchcoaster mit Formel 1 Bezug sind die Beschleunigung und Geschwindigkeit. In ca. 5 Sekunden geht es dabei von 0 auf 180 km/h. Der LSM Launch gehört damit zwar nicht unbedingt zu den brachialsten, zieht aber dennoch ordentlich durch. Besonders dessen Dauer und der dann erreichte Topspeed machen die Sache ziemlich spektakulär. Das gleiche gilt natürlich auch für die pure Höhe der Anlage. Immerhin bedeuten 112 Meter aktuell Platz 5 der weltweit höchsten Achterbahnen. Zudem weiß auch die zwar schlichte, aber absolut passende Rennsportoptik zu gefallen. Und zum Ende der Fahrt wartet sogar noch ein kleiner Überraschungseffekt in Form von Airtime, die man nach bzw. innerhalb der Bremssektion nicht vermuten würde. Doch es gibt auch kleinere Kritikpunkte. Dazu zählen die etwas unrunde und teilweise rappelige Fahrt sowie eine sehr provisorische Gepäckablage. Ganz besonders bei letzterem Punkt würde ich mir sowohl für das Personal als auch im Sinne der eigenen Taschen eine etwas andere und schonendere Variante wünschen. Insgesamt macht Red Force aber dennoch eine gute und imposante Figur. Schließlich bekommt man hier genau das, was man von einer Bahn dieser Art erwartet. Beschleunigung, Geschwindigkeit, Höhe und viel Spaß, der nur leider viel zu schnell zu Ende ist. Falls ihr diesen Geschwindigkeitsrausch auch einmal erleben wollt, nur noch ein paar weitere Infos zum Park. Ähnlich dem benachbarten Port Aventura hat das Ferrariland in der Regel von Mitte März bis Anfang Januar geöffnet. In der Hauptsaison das natürlich auch täglich. Während der Nebensaison und ganz besonders in den Wintermonaten beschränkt sich dies jedoch zumeist nur auf Wochenenden oder Ferienzeiten. Die jeweiligen Tagesöffnungszeiten variieren dabei stark. Im Normalfall kann der Park von 10 bis 17 Uhr besucht werden, wobei verlängerte Öffnungszeiten im Bereich des Möglichen sind. Zusätzlich gibt es jedoch auch Termine, an denen erst in den Abendstunden zwischen 18 und 23 Uhr geöffnet ist. Aus diesem Grund empfiehlt sich daher auch ein Blick auf die Homepage, um die genauen Zeiten am Wunschtermin herauszufinden. Einheitlich sind dagegen die Eintrittspreise. Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt zum Park. Für Kinder im Alter von 4 bis einschließlich 11 Jahre wird 16 Euro für das Tagesticket fällig. Jugendliche und Erwachsene von 12 bis 59 Jahre zahlen 20 Euro. Für Senioren ab 60 Jahre gilt ein vergünstigter Eintrittspreis von 16 Euro.
Abgesehen davon gibt es in Verbindung mit dem Port Aventura zudem auch Kombi-Tickets für Ein- und Mehrtagesbesuche. Für genauere Infos dazu lohnt auch hier wieder ein Blick auf die Homepage der Port Aventura World. Und für alle Hotelgäste des Port Aventura ist im Übernachtungspaket auch eine Tageskarte für das Ferrariland gratis inbegriffen. Womit ich dann auch einen kurzen Abstecher zum Bereich Hotels mache. Das Ferrariland selbst besitzt aktuell zwar keine Übernachtungsmöglichkeiten, aber dafür gibt es im Resort des Port Aventura mit insgesamt 6 verschiedenen Hotels sowie einem Campingplatz zahlreiche Optionen, um erholsame Nächte zu verbringen. Zudem gibt es in der Umgebung mit weiteren Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen mehr als genug andere Alternativen zur Übernachtung. In dem Zusammenhang dann auch gleich ein paar Worte zur Anreise. Das Ferrariland ist dank guter Verkehrsanbindung relativ problemlos zu erreichen. Mit dem PKW nimmt man dafür am besten die nahe A7 mit direkter Abfahrt am Park. Für die Anreise mit der Bahn steht in gut einem Kilometer Entfernung ein eigener Bahnhalt zur Verfügung. Für alle, die mit dem Flugzeug anreisen, empfehlen sich die Flughäfen in Reus oder Barcelona. Von dort bringen einen diverse Busunternehmen mehr oder weniger bequem und vergleichsweise günstig zum Park. Und nachdem das alles geklärt wäre, nun mein persönliches Fazit zum Ferrariland. Dabei fange ich auch direkt mit etwas Negativem an, denn insgesamt bietet der Park leider zu wenig Attraktionen. Davon sind der größte Teil dann zudem auch nur kleinere Familien- bzw. Kinderattraktionen. Echte Thrill-Rides sind hier mehr oder minder Mangelware. Ganz besonders da der Park das Motto Motorsport hat, dürften es gerne auch ein paar Attraktionen geben, die etwas schneller sind. Natürlich gibt es ganz besonders mit Red Force eine Bahn, die richtig flott unterwegs ist, aber eine Bahn alleine kann da die Kohlen auch nicht aus dem Feuer holen. Zum Thema passender ist da schon die Optik. Hier kommt zumindest stellenweise Rennsport-Feeling auf. Zusätzlich schlägt die Gestaltung des Italienbereichs eine authentische Brücke zur Wiege des Sportwagenherstellers. Das gilt durchaus auch für einige der Simulatoren. Hier kann besonders das Flying Theater überzeugen. Dennoch fällt der Bereich Rund- und Themenfahrten eher mau aus. Sogar gänzlich unbesetzt ist die Sparte der Wasserbahnen. Die ein oder andere Abkühlung dieser Art würde im sonnigen Spanien sicherlich gut tun. Und wo ich schon dabei bin, schattige Plätze sucht man auch leider fast vergeblich. Dafür fällt aber immerhin der Eintrittspreis recht human aus. Quasi das genaue Gegenteil gilt hingegen bei den Preisen für Merch und Essen. Speziell Souvenirs sind aufgrund der Markenbindung an Ferrari nur etwas für Leute mit gut gefülltem Geldbeutel. Und das soll es jetzt fast vom Freizeitparkcheck zum Ferrariland gewesen sein. Denn ich möchte noch mal ganz kurz eine Sache ganz besonders zum Fazit hinten dran hängen. Denn das Fazit fällt ja so gesehen eher negativ aus, wenn man das Ferrariland als reinen einzelnen Freizeitpark beurteilt. Allerdings bin ich der Meinung, sollte man das Ferrariland niemals nur als einzelnen Freizeitpark beurteilen, sondern das Ganze im Komplettpaket mit dem Port Aventura, sprich der kompletten Port Aventura World sehen. Und dann ist das Ferrariland, finde ich, doch eine gelungene und gute Ergänzung, auch wenn es 20 Euro kostet. Aber ich finde 20 Euro, zumindest aktuell 20 Euro, ist durchaus gerechtfertigt, denn wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Flying Theater. Zusätzlich auch wirklich eine schöne Thematisierung, noch ein paar andere schöne Flat- und Flat Rides, Kiddie Rides und ähnliches drumherum. Und natürlich mit Red Force auch zum einen Europas höchste und schnellste Achterbahn. Und natürlich auch einen wirklichen Eyecatcher im Park. Und von daher finde ich das Ganze schon durchaus okay. Aber wie gesagt, halt als einzigen Freizeitpark selber beurteilen, dann wäre das Ferrariland wahrscheinlich eher durchgefallen. Aber so im Komplettpaket ist das Ganze wirklich eine runde Sache. Und ich finde, die meisten Leute werden ja eh immer beide Parks besuchen. Und deswegen sollte man das auch genau so ansehen. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nur noch mal ganz kurz hinten dran hängen zur besseren Beurteilung. Und das soll es auch von mir eigentlich an dieser Stelle gewesen sein. Vielleicht könnt ihr auch gerne nochmal eure Kommentare unter dem Video posten, falls ihr schon mal da gewesen seid. Natürlich freue ich mich auch über Likes und wenn ihr auch weitere Videos dieser Art nicht verpassen wollt, ihr kennt das ja, ne? Abonnieren und Glocke aktivieren, dann seid ihr da auch immer auf der sicheren Seite, dass ihr rechtzeitig über neue Videos informiert werdet. Ja, und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht bald wiedersehen und verabschiede mich mit meinen Standardworten. Viel Spaß noch auf YouTube und tschüss, bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.